Die feuerrote Friederike von Christine Nöstlinger. Es war einmal eine kleine Friederike, die hatte sonderbare Haare. Ein paar Strähnen waren rot wie Tomaten, die Stirnfransen hatten die Farbe von Karotten, die meisten Haare waren himbeersaftrot. Außerdem hatte sie Sommersprossen und war ziemlich dick. Friederike wohnte in einem alten Haus, ganz oben, unter dem Dach. Ehe man zur Wohnungstür kam, musste man 100 Stufen hochsteigen. Zusammen mit ihrer Tante und einer Katze lebte Friederike. Die Katze hieß Kater, war groß, dick und alt. Ihr Fell war feuerrot. Sie lag den ganzen Tag auf einem Sessel und schlief. Alte Katzen schlafen meistens. Die steigen nicht aufs Dach, fangen keine Mäuse und spielen nicht mit kleinen Mädchen. Sie schnurren auch nicht. Manchmal niesen sie. Die Tante hieß Anna-Tante und war noch älter als die Katze. Als sie jung gewesen war, hatte sie rote Haare wie Friederike gehabt und Sommersprossen. Jetzt waren ihre Haare grau und die Sommersprossen waren mit der Zeit blass geworden. Dick war sie aber noch, sehr dick sogar. Die Anna-Tante ging nie auf die Straße. Sie saß meistens auf einem Sessel neben dem Katzensessel und strickte oder las oder schlief oder dachte nach. Die Strickerei behielt sie in den Händen, wenn sie las, nachdachte oder schlief. Das Buch lag immer aufgeschlagen vor ihr. Man wusste nie, ob sie gerade strickte, schlief, las oder nachdachte. Seit über einem Jahr las sie in dem Buch. Trotzdem war sie noch bei der ersten Seite. Friederike ging jeden Tag einkaufen. Gern tat sie das nicht, weil alle Leute über sie lachten, besonders die Kinder. Wenn die Friederike sahen, riefen sie, da kommt die feuerrote Friederike, Feuer, Feuer, auf ihrem Kopf brennt's. Da steckte Friederike ihre Haare unter einem Hut, nützte das nicht. Die Kinder rissen ihr den Hut vom Kopf. Manche Kinder warteten sogar vor Friederikes Haus, bis sie einkaufen ging. Dann liefen sie hinter ihr her und zupften sie an den Haaren. Das fanden sie lustig. Friederike hatte schon oft versucht, ihre Haare loszuwerden. Sie schnitt sie ab. Eine Stunde später? Weg. 3 Stunden später? Da sind sie schon wieder. Noch 2 Stunden später? Es nützt alles nichts. Es ist zum Heulen. Der Briefträger Bruno lachte nicht über Friederikes Haare. Er kam einmal im Monat und brachte der Anna-Tante Geld. Er merkte gar nicht, dass Friederike rote Haare hatte. Er war farbenblind. Aber das wusste niemand. Nicht einmal seine eigene Frau. Wenn der Briefträger zur Anna-Tante raufgestiegen war, musste er verschnaufen. Er setzte sich zu Friederike in die Küche und erzählte ihr vom Briefeaustragen von seiner Frau und vom Postdirektor. Und Friederike erzählte ihm von den Kindern, die sie wegen ihrer Haare verspotteten. Der Briefträger wunderte sich. Ich höre immer, dass die Kinder rote Kleider wollen und rote Hüte und rote Zuckerln und rote Luftballons. Warum wollen sie keine roten Haare? Ich weiß es nicht, antwortete Friederike. Ich habe in der Zeitung das Foto einer berühmten Schauspielerin gesehen, sagte der Briefträger. Darunter ist gestanden, dass sie so berühmt ist, weil sie schöne rote Haare hat. Die hat wohl andere Haare, sagte Friederike. Ein anderes Rot vielleicht. Da war der Briefträger still. Von Farben verstand er ja nichts. Er verabschiedete sich von Friederike, stieg die 100 Stufen hinunter und murmelte dabei vor sich hin. Es ist ein Jammer. Es ist ein Jammer. Ein Jammer ist das.
Das murmelte er noch, als er am Abend heimkam. Seine Frau fragte ihn, was denn ein Jammer sei, und er erzählte ihr von Friederike. Nachher murmelte sie auch, »Es ist ein Jammer, es ist ein Jammer, ein Jammer ist das.« Die Anna-Tante riet Friederike, »Sag den Kindern, dass du nichts für deine Haare kannst und dass du mit ihnen spielen willst. Dann spiel mit, und wenn du gut spielst, wird ihnen das gefallen, und sie werden nicht mehr spotten. So einfach ist das.« Friederike antwortete, »Wenn sie mich auslachen, bringe ich kein Wort raus, und gut spielen kann ich nicht. Die werden nie meine Freunde, und das ist überhaupt nicht einfach.« »Eines Tages«, sagte die Anna-Tante, »Friederike, in 3 Wochen musst du in die Schule gehen.« »Ich fürchte mich vor den Kindern«, sagte Friederike, »kann ich nicht lieber dumm bleiben?« »Das wird nicht erlaubt«, sagte die Anna-Tante, »sie kommen und holen dich, wenn du nicht hingehst.« Am 1. Montag im September ging Friederike zum 1. Mal in die Schule. An dem Tag lachte sie noch kein Kind aus. Aber schon am 2. Schultag rief ein Kind, als Friederike in die Klasse kam, »Es brennt!« Die Frau Lehrerin wurde böse. Das Kind musste als Strafe 2 Zeilen Kugeln malen, immer abwechselnd, eine große und eine kleine. Nach 1 Monat hatte fast jedes Kind wegen Friederike eine Strafarbeit gemalt. Wörter schreiben konnten die Kinder noch nicht. Die Kinder ärgerten sich über die Strafarbeiten, aber sie hörten trotzdem nicht auf, Friederike zu verspotten. Die Frau Lehrerin fragte den Herrn Direktor um Rat. Der sagte, »Tun Sie als sehen und hörten Sie nichts davon, dann wird es den Kindern bald langweilig werden und sie werden zu spotten aufhören.« Die Frau Lehrerin befolgte den guten Rat, der keiner war, und tat, als sehe und höre sie nicht, was die Kinder Friederike antaten. Friederike bekam lauter 1er, sie war brav und fleißig. Die Frau Lehrerin lobte sie jeden Tag. Die Kinder mochten sie deswegen kein bisschen besser leiden. Einmal am Nachmittag saßen Friederike, die Anna-Tante und die Katze Kater bei Tisch und tranken Kakao. Da fragte Friederike die Tante, »Du hast als Kind auch rote Haare gehabt. Haben dich die Kinder nicht verspottet?« »Das ist lange her. Das habe ich vergessen«, sagte die Anna-Tante. Da rief der Kater, »Lüg nicht!« Der Kater sprach nur selten, nur wenn es wirklich notwendig war. »Lass mich in Frieden«, sagte die Anna-Tante. »Ich bin alt. Ich will meine Ruhe haben.« Der Kater richtete sich auf. Er stellte die Vorderpfoten auf den Tisch. Sein Fell wurde dick und leuchtend rot. Seine Augen funkelten wie Rubine. Das sind Edelsteine. Und er fauchte. »Du willst deine Ruhe haben, du selbstsüchtige alte Frau. Wenn du Friederike nicht sagst, wie du dich gewehrt hast, sage ich es ihr.« Grantig zischte die Anna-Tante. »Nicht, sage ich, das bringt nur Ärger.« »Besser Ärger als Kummer«, fauchte der Kater. »Wovon redet ihr denn?«, fragte Friederike. »Davon, ja, dass eure Haare glühen können, miau«, rief der Kater. Er hob eine Pfote und zeigte auf die Tante. »Die Kinder haben nicht gewagt, sie zu verspotten. Die hatten Angst vor Brandblasen. Miau!« »Ist er verrückt geworden?«, flüsterte Friederike der Tante zu. Die Anna-Tante seufzte. »Wir haben wirklich solche Haare. Murmeln wir, roter, roter, ging, 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 Feuer brennt in Otterkring. Fangen sie zu glühen an. Murmeln wir, Feuer brennt in Waring, bist Axelchter Haring, hören sie zu glühen auf.«
Friederike konnte das nicht glauben. Probier es aus, aber nicht in der Wohnung. Roter, roter Ging, 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 Feuer brennt in Otterkring. Toll, 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 das funktioniert. Jeden Tag, wenn Friederike von der Schule kam, fragte der Kater, ob sie sich schon gewehrt habe. Sie hatte sich nicht gewehrt. Sie wollte nicht glühen. Und die Anna-Tante sagte, siehst du, Kater, es hilft ihr nicht. Ich habe es gewusst. Eines Tages hatten sich die Kinder einen neuen Spaß ausgedacht. Als Friederike mit der großen Einkaufstasche zum Gemüsehändler ging, stürzten sie sich auf sie. Drei Kinder rissen ihr die Tasche aus der Hand. Drei Kinder packten sie und stopften sie in die Tasche. Drei Kinder hielten einen Taschenhenkel. Drei Kinder hielten den anderen Taschenhenkel. So schleppten sie Friederike durch die Stadt. Die Kinder, die nichts zu tragen hatten, liefen hinterher. Sie lachten und sangen, wir löschen das Feuer, tatü, tata, tatü, tata. Wir sind die Feuerwehr, wir werfen sie in den Bach. Ob sie Friederike wirklich ins Wasser geworfen hätten, ist nicht sicher. Friederike jedenfalls glaubte es und bekam große Angst. Das Wasser war tief und sie konnte nicht schwimmen. Die Tasche schaukelte hin und her, und Friederike gelang es nicht, aus der Tasche zu klettern. Da murmelte sie, roter, roter, ging, 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 Feuer brennt in Otterkring. Ihre Haare begannen zu knistern und standen steif nach allen Seiten weg. Ganz heiß wurde es um ihren Kopf herum. Die Kinder ließen die Tasche fallen und liefen weg. Ein paar schrien laut. Friederike murmelte, Feuer brennt in Waring, bist achselichter Haring, stieg aus der Tasche und ging nach Hause. Diesmal musste Kater nicht fragen. Man sah, dass sich Friederike gewehrt hatte. Sie war schwarz im Gesicht vom Ruß. Ihre Haare standen noch immer steif nach allen Seiten weg. Gut, miau, gut, mein Mädchen, miau, lobte der Kater. Unter den Kindern, die Feuerwehr gespielt hatten, war kein einziges ohne Brandblasen. Die Mütter wollten wissen, woher die Brandblasen kamen, aber die Kinder sagten nichts. Nur ein kleines Mädchen sagte zu seiner Mutter, Friederike hat uns verbrannt, denn ihre Haare können glühen. Die Mutter glaubte das natürlich nicht. Die Urgroßmutter glaubte es schon. Die konnte sich erinnern, dass es in ihrer Kindheit auch ein Mädchen mit glühenden Haaren gegeben hatte. Aus Angst, die Leute könnten sie für verrückt halten, sagte sie aber nichts davon. Ein paar Wochen ging alles gut. Die Kinder ließen Friederike in Ruhe. Die Frau Lehrerin freute sich darüber. Der Herr Direktor sagte zu ihr, »Sehen Sie, mein Rat war ein sehr guter.« Der Briefträger brauchte nicht mehr zu murmeln, es ist ein Jammer. Und die Katze Kater schlief wieder den ganzen Tag. Dabei war gar nichts in Ordnung. Die Kinder flüsterten einander Lügen über Friederike zu. Sie sagten, sie ist böse und gefährlich. Wir müssen uns vor ihr schützen. Die Kinder bewaffneten sich. 5 Wochen nach dem Feuerwehrspiel hatte jedes Kind eine Waffe. Sie hatten Steinschleudern und Steine, Stapelrevolver und Stoppel, Gummiringeln und Ohakerl. Eines hatte einen Bogen und Pfeile. In der Schule wollten die Kinder nichts mehr gegen Friederike unternehmen. Sie wollten keine Strafen mehr schreiben. Das erledigen wir auf dem Schulweg, sagten sie. Nach der Schule gingen sie hinter Friederike her und schossen. Wenn ein Kind Friederike getroffen hatte, malte es ein Kreuz auf einen Zettel. Nachher verglichen sie die Zettel und die Kinder, die die meisten Kreuze hatten, waren sehr stolz. Friederike war bald voller blauer Flecken. Richtig blau getupft war sie. Die Anna-Tante sagte zum Kater, du bist schuld, weil du ihr das Geheimnis verraten hast. Der Kater tat, als sei er eine ganz gewöhnliche Katze, und gab keine Antwort.
Der Briefträger Bruno murmelte nun wieder den ganzen Tag und am Abend auch. Es ist ein Jammer. Es ist ein Jammer. Ein Jammer ist das. Spotten die Kinder wieder? Fragte seine Frau. Jetzt schießen sie, sagte er. Das darfst du nicht zulassen, rief seine Frau. Du gehst doch den ganzen Tag Briefe und Geld verdienen. Wenn du ein klein wenig anders als sonst gehst, kannst du Friederike zur Schule bringen und abholen. Wenn du bei ihr bist, werden die Kinder nicht wagen, auf sie zu schießen. Der Briefträger sagte seiner Frau, dass ihm der Postdirektor den Weg vorgeschrieben habe, dass es streng verboten sei, einen anderen Weg zu gehen. Seine Frau sagte, der Postdirektor sitzt in seinem Büro, der merkt das nicht. Am nächsten Tag begleitete der Briefträger Bruno Friederike am Morgen zur Schule und holte sie zum Mittag wieder ab. Aber ein Bub traute sich trotzdem zu schießen. Der Stein aus seiner Schleuder traf den Briefträger am Ohr. Das machte ihn fuchsteufelswild. Er rannte hinter dem Buben her, holte ihn ein, packte ihn und gab ihm ein paar Ohrfeigen. Als der Bub nach Hause kam, war sein Gesicht rot und verschwollen. Die Mutter rief, Grundgütiger, du kriegst Mumps. Nein, heulte der Bub, der Briefträger hat mich verdroschen. Warum? Fragte die Mutter. Ich habe überhaupt nichts getan, beteuerte der Bub. Der muss wahnsinnig sein. Da lief die Mutter zum Postdirektor und beschwerte sich. Der Postdirektor befahl am nächsten Morgen den Briefträger Bruno zu sich. Er fragte ihn, haben Sie gestern um 12 Uhr ein Kind verdroschen? Es war 12 Uhr und 10 Minuten, sagte der Briefträger. Und es war notwendig. Wieso waren Sie 10 Minuten nach 12 bei der Schule? Fragte der Postdirektor. Nach meinem Plan hätten Sie beim Kino sein müssen. Erklären Sie mir das. Der Briefträger wollte es nicht erklären. Ich muss Sie dem Oberpostdirektor melden, sprach der Postdirektor. Geben Sie mir vom Tisch dort ein grünes Papier. Meldungen an den Oberpostdirektor mussten auf grünes Papier geschrieben werden. Auf dem Tisch lagen 4 Stöße Papier. Der Briefträger konnte die Farben nicht unterscheiden, so nahm er vom ersten Stoß ein Blatt. Ein grünes, qua weißes will ich, sagte der Postdirektor. Der Briefträger griff zum nächsten Stoß. Hoffentlich ist das ein grünes, dachte er. Grün, nicht gelb, rief der Postdirektor. Der Briefträger versuchte es nochmal und nahm ein lila Papier. Wollen Sie mich zum Norden halten? Schrie der Postdirektor. Nein, sagte der Briefträger. Ich bin bloß farbenblind. Der Postdirektor schlug so laut mit der Faust auf den Tisch, dass die Beamten im Nebenzimmer meinten, es donnere. Farbenblind, brüllte er. Da können Sie nicht einmal die roten von den blauen Briefmarken unterscheiden. Und dann gehen Sie noch verbotene Wege und prügeln Kinder. Sie sind ab heute pensioniert. Dann ade, sagte Bruno, nahm die Kappe vom Kopf, warf sie auf den Haken an der Wand und verließ das Postamt für immer. Ist mir nur recht, dachte er, kann ich mich besser um Friederike kümmern. Seine Frau freute sich auch, dass er nun Pensionist war. Da war er den ganzen Tag bei ihr, außer am Morgen und zu Mittag, wenn er Friederike zur Schule und nach Hause führte. Eine Woche, nachdem Bruno pensioniert worden war, fingen die Ferien an. Die Kinder fuhren aufs Land oder gingen ins Bad. So hatte Friederike Ruhe. Bruno kam jeden Nachmittag zu ihr auf Besuch. Seine Frau brachte er auch mit. Am Vormittag las Friederike. Sie hatte 2 Bücher, den Struwwelpeter und Max und Moritz. Die 2 Bücher hatte ihr die Frau vom Briefträger geschenkt. Außerdem las Friederike alles, was auf den Zeitungsblättern stand, in der Gemüsemann den Salat und die Marktfrau die Eier gewickelt hatten.
Und wenn sie alles gelesen hatte, was auf den Zeitungsblättern stand, dachte sie sich Geschichten aus und schrieb sie auf. Dann machte sie die Augen zu und vergaß, was sie geschrieben hatte. Wenn sie alles vergessen hatte, machte sie die Augen wieder auf und las die Geschichten. Sie konnte das wirklich. Friederike hätte auch gerne in dem roten Buch gelesen, das immer aufgeschlagen vor der Anna-Tante lag, aber das Buch war in einer fremden Sprache geschrieben. »Erkläre mir diese Sprache«, bat sie die Anna-Tante. Die Tante sagte, »kann ich nicht. Ich habe sie vergessen. Seit einem Jahr versuche ich, mich zu erinnern, aber ich komme nimmer dahinter.« Friederike blätterte trotzdem oft in dem roten Buch. Sie verstand die Sätze nicht, aber sie gefielen ihr. Zwei konnte sie sogar auswendig. Ke, iner, wir, da, us, gel, acht und wäre, inma, lüb, erd, emk, irkt, ur, mist, derg, omzi, cheran. Einmal, als Friederike im roten Buch blätterte, fand sie zwischen zwei Seiten ein Briefkuvert. Darauf stand an Friederike. Friederike hatte noch nie einen Brief bekommen. Ganz aufgeregt wurde sie. Sie wollte in die Küche laufen und die Tante fragen, woher dieser Brief komme. Da sprang der Kater auf ihre Schulter und zischelte: Mach ihn auf, miau, lies ihn mir vor, miau. Die Tante hat ihn reingelegt, wie du noch ganz klein warst. Miau! Friederike holte ein Blatt Papier aus dem Kuvert und las dem Kater vor. Liebe Tochter, ich muss abreisen. Weil du winzig klein bist, kann ich dich nicht mitnehmen. Wenn du diesen Brief lesen kannst, bist du groß genug, um zu wissen, dass du dort bleiben willst, wo du bist. Oder ob du lieber zu mir kommen willst. Wenn du nicht glücklich bist, komm zu mir. Nimm die Katze und die Anna-Tante mit, wenn du magst. Im roten Buch steht geschrieben, wie man herkommt. Dein Vater. PS, lass dir von der Anna-Tante erklären, wie man das rote Buch liest. Friederike nahm den Kater von der Schulter und ging zur Tante in die Küche. Der Kater lief hinter ihr her. Sein Schwanz stand kerzengerade in die Luft. Die Anna-Tante machte Knödelteig. Friederike sagte, ich will zu meinem Vater reisen. Die Anna-Tante wischte sich die mehligen Hände an der Schürze ab, ging mit Friederike ins Zimmer und setzte sich auf ihren Sessel. Du hast den Brief gefunden? Fragte sie. Friederike nickte. Ich hätte ihn dir längst gegeben, sagte die Anna-Tante, aber ich habe doch die komische Sprache von dem roten Buch vergessen. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass du fliegen kannst. Fliegen? Staunte Friederike. Der Kater rief, miau, die Anna-Tante und ich, miau, wir können auch fliegen. Jetzt nicht mehr, sagte die Anna-Tante, wir sind zu fett und zu alt. Wie muss ich das machen? Wollte Friederike wissen. Die Anna-Tante erklärte, du brauchst nur die Stirn zu runzeln. Einmal glatte Stirn, einmal Falten auf der Stirn, immer abwechselnd. Dann bewegen sich die Haare wie Flügel und du fliegst. Das probierte Friederike sofort und im Nu war sie an der Zimmerdecke. Mit den Händen schlagen, riet die Tante. Mit den Füßen strampeln, miau, riet der Kater. Friederike fand das Fliegen wunderschön. Gar nicht mehr runter wollte sie. Sie flatterte noch immer an der Zimmerdecke rum, als Bruno zu Besuch kam. Er erschrak fürchterlich. Als ihn die Friederike von oben her, sie hatte sich auf den Luster gesetzt, begrüßte. Doch als er merkte, dass sie glücklich dahinschaute, beschloss er, sich zu freuen. Das rote Buch besah er sich auch und er hatte eine gute Idee. Er rief seine Frau an und bat sie, schnell zu kommen. 100 Bogen Zeichenpapier sollte sie mitbringen. Nach einer Stunde war seine Frau da. Sie zerschnitten jedes Blatt Zeichenpapier in 4 Teile. So erhielten sie 400 Karten. Sie setzten sich zum Tisch. Jeder nahm 100 Karten und schrieb auf jede. Riere is
Erau, Erte, Inest, Unde. Falls Sie diesen Satz verstehen, seien Sie nett und helfen Sie uns. Es ist wichtig. Anna Tante und Friederike. Sterngaste, 7.10.20. Es war Mitternacht, als sie alle 400 Karten geschrieben hatten. Brunos Frau ging müde heim. Die Anna-Tante Friederike und die Katze Kater gingen schlafen. Bruno musste noch weiterarbeiten. Er packte alle Karten in die große Einkaufstasche und ging von Haus zu Haus, wie früher, als er noch Briefträger gewesen war. Überall dort warf er eine Karte in den Briefkasten, wo er dachte, da wohnt ein kluger Mensch. Wer 40 Jahre Briefträger war, kann das einigermaßen beurteilen. Am nächsten Morgen war Friederike sehr aufgeregt. Die Katze war auch unruhig und die Tante ließ beim Stricken die Maschen fallen. Den ganzen Tag warteten die drei ungeduldig. Hoffentlich kommt wer, sagte Friederike alle paar Minuten. Sicher kommt wer, sagte der Kater alle paar Minuten. Und die Anna-Tante sagte alle paar Minuten, Kater, falls wer kommt, halte den Mund. Die Leute mögen es nicht, wenn eine Katze redet. Am Abend klingelte es an der Tür. Ein kleiner, dünner Mann stand davor. Eine der 400 Karten hielt er in der Hand. Professor Profi, mein Name, sagte er und trat ein. Er reichte Friederike die Karte. Zwischen den Buchstaben des Satzes aus dem roten Buch waren Striche gemalt. Die Reise dauert eine Stunde. Friederike begriff sofort, was der Professor meinte. Die Anna-Tante auch. Sie rief, na klar, wie konnte ich das nur vergessen? Professor Profi verneigte sich. Ich habe es eilig, meine Damen, sagte er. Er ging zum offenen Fenster und nahm den Hut vom Kopf. Feuerrote Haare kamen zum Vorschein. War mir ein Vergnügen, sagte er, stieg auf das Fensterbrett und flog davon. Ich glaube, sagte die Anna-Tante. Das war mein Cousin. Der ist vor 50 Jahren eines Tages verschwunden, aber damals hat er anders geheißen. Namensänderungen waren doch immer seine Spezialität, sagte der Kater. Ich habe ihn gleich erkannt, aber ich sollte ja den Mund halten. Friederike legte sich auf den Boden und schlug das rote Buch auf. Lies laut, verlangte der Kater. Friederike las die erste Seite vor. Es gibt ein Land, dort sind alle Menschen glücklich, auch alle Kinder. Niemand wird dort ausgelacht, alle helfen einander. Auch auf der zweiten Seite standen wunderschöne Sachen von diesem Land. Und auf der dritten Seite, und auf der vierten, und auf der fünften. Friederike las dem Kater und der Anna-Tante vor, dass in diesem Land niemand schwer arbeiten müsse und niemand wolle reicher werden als die anderen. Der Schuster macht dort Schuhe, weil er das gern tut. Wer Schuhe braucht, holt sich welche von ihm, ohne etwas zu bezahlen. Und wenn der Schuster Brot will oder Salat oder Bücher oder eine Hose, geht er zu den Leuten, die Brot backen, Salat pflanzen, Bücher drucken oder Hosen schneidern und holt sich, was er braucht, ohne dafür zu bezahlen. Und wenn jemand in diesem Land gar nicht arbeiten will, geben ihm die Leute auch alles umsonst. Sie sind nicht geizig. Die meisten Leute arbeiten aber trotzdem, weil jeder das arbeiten darf, was er gern tut. Und für die Arbeiten, die keiner tun will, hat man dort Maschinen erfunden. Seite um Seite las Friederike, ganz heiser war sie schon. Der Kater sagte, die Details können wir morgen erfahren. Jetzt lies mir vor, wie man hinkommt. Friederike blätterte die Seiten durch, die sie noch nicht vorgelesen hatte. Bis zur letzten Seite. Dort stand Derv, Eck, Dor, Tinist, Müs, Am. Man müsste mit dem Zug, dann mit dem Schiff und dann wieder mit dem Zug fahren. Dann müsste man auf Eseln über steile Pfade reiten und wenn die Esel nimmer weiter können, über spitze Felsen klettern. Auf Wegweiser kann man sich nicht verlassen, die wurden von bösen Menschen verdreht. Die einzigen Leute, die ganz einfach in dieses Land kommen, sind die mit roten Zauberhaaren. Die fliegen dorthin.
Sie brauchen nichts zu tun, als hoch in die Luft zu fliegen. Die Ehre ist Edau, Erte, Inest, Unde. Wer einmal über dem Kirchturm drüber ist, der kommt sicher an. Friederike klappte das Buch zu. Ja, wann fliegst du? Fragte der Kater. Am liebsten hätte Friederike morgen gesagt. Aber die Anna-Tante saß ganz unglücklich da. Tränen hatte sie in den Augen. So sagte Friederike, das muss ich mir noch überlegen. Am nächsten Tag wurde Friederike von einem sonderbaren Geräusch munter. Es war zeitig am Morgen. Die Tante schlief noch. Das Geräusch kam vom Dachboden her. Friederike schlich aus der Wohnung auf den Dachboden. Dort war die Katze Kater. Sie stöhnte und ächzte und ruderte und schlug mit dem Schwanz Kreise. Und das nicht auf den Boden, sondern in der Luft. Dann landete sie mit einem lauten Plumps vor Friederikes Füßen. Ab heute, schnaufte sie, fresse ich keinen Bissen mehr. Miau, ich muss schlank werden, damit ich wieder gut fliegen kann. Ich fliege mit dir. Wir können doch die Anna-Tante nicht allein hier lassen, sagte Friederike. Die kommt mit, sagte der Kater. Da habe ich so meine Pläne. In den nächsten Tagen waren die Katze, Kater und Friederike stundenlang auf dem Dachboden. Friederike schleppte die seltsamsten Sachen dorthin. Küchengewichte, Nudelbrett, Briefbeschwerer, Mörser, eine Marmorplatte und eine große Gusseisenpfanne. Jedes Stück wog sie ab, bevor sie es hinauftrug. Die Gewichte natürlich nicht. Die Anna-Tante fand komische Rechnungen auf Papierfetzen geschrieben. Nudelbrett 3 Kilo, Briefbeschwerer 2 Kilo, Mörser 4 Kilo, Dachziegel 12 Kilo, Marmorplatte 7 Kilo gleich 28 Kilo. Sie fragte nicht, was das zu bedeuten habe. Sie fragte nicht, was der Kater und Friederike auf dem Dachboden zu tun hätten. Sie fragte nicht, warum der Kater und Friederike überhaupt nichts mehr aßen. Und sie fragte auch nicht, warum sich Friederike nach ihrem Gewicht erkundigte. Sie sagte nur, 90 Kilo werde ich schon haben. Die Anna-Tante saß jetzt den ganzen Tag traurig auf ihrem Sessel. Wenn Bruno und seine Frau zu Besuch kamen, weinte sie ein bisschen und erzählte den beiden, dass Friederike nun das rote Buch lesen könne und dass sie wohl bald fortfliegen werde. Das muss man verstehen, sagte Bruno. Seine Frau sagte, wenn ich jünger wäre, würde ich glatt versuchen, mit den Zügen und Schiffen und den Eseln und den Blättern dorthin zu kommen. Von so einem Land habe ich schon immer geträumt. Ich verstehe es ja, schluchzte die Anna-Tante. Doch wenn ich Friederike nicht mehr habe und mit dem Kater allein bin, wird das schrecklich sein. Aber wenn die Anna-Tante hörte, dass Friederike und der Kater vom Dachboden herunterkamen, wischte sie schnell die Tränen weg und tat, als gehe es ihr gut. Eines Morgens in der Woche darauf nahm Friederike den Kater auf den Arm und sagte, »Wir gehen weg, aber wir kommen bald wieder.« »Du warst seit einem halben Jahrhundert nicht mehr auf der Gasse«, sagte die Anna-Tante zum Kater. »Dann ist es Zeit, dass sich das ändert, miau«, sagte der Kater. Als Friederike und der Kater weg waren, stand die Anna-Tante auf und stellte sich vor den großen Spiegel. Lange Zeit betrachtete sie sich. Dann sagte sie zu ihrem Spiegelbild, »Weinen bringt nichts. Du musst was tun.« Die Spiegeltante jammerte. »Ich bin alt, ich habe graue Haare, mir wird schwindelig, wenn ich aus dem Fenster schaue, ich kann nicht mehr fliegen.« Die Anna-Tante schaute die Spiegel-Anna-Tante böse an und sagte, »So? Und das Pumpern und Plumpsen und Flattern auf dem Dachboden? Du weißt ganz genau, das ist die uralte Katze, die dort wieder fliegen lernt. Probier's doch auch, sofort!« Da war die Spiegel-Anna-Tante sehr erschrocken. Denn die Anna-Tante hatte die letzten drei Worte gebrüllt. Und sie legte die Stirn in Falten, die grauen Haare flatterten ihr um die Ohren und sie ruderte mit den Armen. 10 Sekunden hielt sie sich 20 Zentimeter über dem Teppich in der Luft. Dann standen beide Anna-Tanten wieder auf dem Boden.
Ohne Hilfe schaffe ich das nie, sagte die Anna-Tante zur Spiegel-Anna-Tante, kehrte ihr den Rücken, holte sich das Telefonbuch und blätterte G. Probus, Procek, Prodama, Protwinek, murmelte sie. Dann rief sie, Profi, da haben wir ihn. Sie schrieb die Adresse, die neben der Telefonnummer stand, auf einen Zettel, nahm ihren Stock, stieg über 100 Stufen hinunter und humpelte zum Taxistandplatz. Sie stieg in das erste Taxi ein und hielt dem Fahrer den Zettel hin. Das Taxi fuhr los. Die Anna-Tante schloss die Augen. Hoffentlich ist der Kerl daheim, dachte sie. Hoffentlich hat er Zeit für mich. Friederike war mit dem Kater Bruno und seiner Frau. Friederike war mit dem Kater zu Bruno und seiner Frau gegangen. Sie brauchte nämlich auch Hilfe. Es ist so, sagte Friederike zu den beiden. Zuerst hat der Kater wieder fliegen gelernt, weil er mitkommen will. Dann haben wir beschlossen, die Tante mitzunehmen. Aber die ist zu alt und zu dick, um noch einmal fliegen zu lernen. Wir müssen sie tragen. Deswegen haben wir in der letzten Zeit nichts gegessen. Je weniger wir selbst wiegen, umso mehr können wir schleppen. Wir haben auf dem Dachboden geübt und unsere Flugtechnik trainiert. 80 Kilo können wir hochbringen. Aber so viel wir auch üben, wir schaffen kein Kilo mehr. Die Tante hat 90 Kilo und der große Wäschekorb, in den wir sie setzen wollen, hat auch 2 Kilo. Dann muss die Anna-Tante 12 Kilo abnehmen, sagte die Frau von Bruno. Deswegen kommen wir ja, sagte Friederike. Überredet sie zum Abnehmen. Auf euch hört sie, auf mich und den Kater nicht. Die Anna-Tante machte die Augen erst wieder auf, als das Taxi hielt. Sie zahlte, stieg aus und humpelte in das Haus hinein, vor dem das Taxi stehen geblieben war. Das Haustor fiel hinter ihr zu. Im Hausflur war es stockdunkel. Mühsam tastete sie sich die Wand entlang. Dabei stolperte sie. Fast wäre sie hingefallen. Fehlte noch, dass ich mir das Bein breche, sagte sie. Da muss Licht her. Sie zog alle Haarnadeln aus ihrem Haarknoten, murmelte, roter, roter, ging, 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 Feuer brennt in Otterkring. Es knisterte nur sehr wenig. Es wurde nur ein bisschen heiß, aber ihre Haare glühten. Und im Lichtschein der Glut konnte sie ein Türschild erkennen. Professor, Profi, Spezialist. Nicht klopfen, eintreten. Also trat die Anna-Tante ein. Sie kam in einen großen, hellen Raum. Überall standen seltsame Maschinen herum. Dazwischen sah sie Bücherstapel. Auf einem der Bücherstapel saß ihr Cousin. In der einen Hand hatte er einen Kaffeehäferl, in der anderen ein Kipferl. Die Anna-Tante ging zu ihm hin und setzte sich auf den Bücherstapel neben ihm. »Lösch deine Haare«, sagte der Cousin und rückte ein Stück von der Anna-Tante weg. Die Anna-Tante murmelte, »Früher brennt in Waring, bis Dach sechter Haring.« Der Cousin rückte wieder näher an sie heran. »Warum kommst du?« fragte er. »Ich will wieder fliegen lernen«, sagte die Anna-Tante. »Das verlernt man nicht«, sagte der Cousin. »Ich habe Angst, dass ich abstürze«, sagte die Anna-Tante. Der Cousin stand auf und holte von einem anderen Bücherstapel 2 Tiegel, einen roten und einen weißen. Im roten Tiegel war eine rote Creme. »Das wird dir Mut machen«, sagte er, langte in den Tiegel rein, holte einen großen Batzen rote Creme raus und schmierte den der Anna-Tante auf den Kopf. Himbeerrote Haare bekam sie davon. »Und heute Abend«, sagte er, »schmierst du die Haare mit der weißen Salbe ein. Da wachsen sie schneller als Schnittlauch und dichter als Brennnesseln.« »Cousin, ich danke dir.« Die Anna-Tante stand auf. »Dann gehe ich jetzt heim.« »Nein, du gehst mit mir aufs Dach rauf«, sagte der Cousin. »Wir üben.« »Ich kann nicht. Mir wird schwindelig«, jammerte die Anna-Tante. So geplagt hatte sich die Anna-Tante noch nie. Für den Cousin war es auch eine harte Arbeit. Zum Mittag sagte er müde, »Mehr kann ich dir nicht beibringen. Nimm noch ein paar Tage die Haarwuchssalbe, dann fliegst du wie in jungen Jahren.« Sie setzten sich auf das Dachsims.
Wann soll es losgehen? Fragte der Cousin. Spätestens am Sonntag, sagte die Anna-Tante. Montag fängt die Schule wieder an. Da wird Friederike wohl nimmer hier sein wollen. Gut, sagte der Cousin. Da bleiben noch 5 Tage zum Haare wachsen. Viel Glück. Mach's gut. Die Anna-Tante wollte durch das Dachbodenfenster wieder auf den Dachboden klettern. Der Cousin hielt sie zurück. Wozu habe ich mich mit dir geplagt? Schimpfte er. Du gehst nicht, du fliegst. Auch wahr, sagte die Anna-Tante und breitete die Arme aus. Als Friederike mit Katze Kater, Bruno und seiner Frau heimkam, saß die Anna-Tante wieder auf ihrem Sessel. Ein gestreiftes Tuch hatte sie um den Kopf gebunden. Bruno stellte sich vor ihr auf und hielt ihr eine Rede. Was Friederike und die Katze vorhatten, erklärte er. Zum Schluss sagte er, dafür lohnt es sich doch, 12 Kilo abzunehmen. Kein Deka nehme ich ab, rief die Anna-Tante. Und in den Wäschekorb setze ich mich auch nicht rein. In dem werden Bruno und seine Frau sitzen. Ich fliege selber. Sie riss sich das gestreifte Tuch vom Kopf, legte die Stirn in Falten und flog eine Runde im Zimmer. Was nun geschah, ist kaum zu beschreiben. Alle wurden verrückt. Friederike umarmte den Briefträger, der seine Frau, die den Kater, und alle zusammen umarmten die Anna-Tante. Bald schwebten sie in der Luft, bald kugelten sie über den Teppich. Sie lachten und weinten, kreischten und jubelten, kicherten und schluchzten. Und als sie dann alle erschöpft im Teppich lagen, sagte die Anna-Tante, aber von unserem Dach können wir nicht starten. Durch die Dachbodenluken geht der Wäschekorb nicht durch. Dann starten wir um Mitternacht vom Kirchplatz, sagte Bruno. Warum in der Nacht? Sagte Friederike. Sollen uns ruhig alle sehen. Wir steigen am Sonntag punkt 10 Uhr auf. Die Leute sollen sich ordentlich wundern. Nun blieben ihnen noch 4 Tage. Die Anna-Tante, Friederike und die Katze Kater schmierten sich 3-mal täglich mit der Haarwuchssalbe ein. Der Cousin hatte nicht gelogen. Am Freitag war der Erfolg schon deutlich zu sehen. Auf dem Kirchplatz tummelten sich viele Leute. Die waren gerade aus der Kirche gekommen. In die Mitte des Platzes marschierten Friederike und die Anna-Tante mit dem Wäschekorb. Bruno und seine Frau hinterher. Sie stellten den Korb ab. Der Kater sprang raus. Die Anna-Tante reichte Friederike Bindfäden und Friederike band ihre Haare Strähne um Strähne am Korb fest. Als die letzte Strähne angebunden war, sagte sie, darf ich bitten? Und machte mit der Hand eine einladende Gebärde Richtung Bruno und seiner Frau. Mit dem größten Vergnügen, rief Bruno und reichte seiner Frau die Hand. Die Tante stellte sich zum rechten Korbhenkel, der Kater zum linken. Friederike rief, Achtung, fertig, los! Bei los legte sie die Stirn in Falten, ihre Haare wurden riesige rote Flügel und schon war sie in der Luft. Dann sprangen die Tante und der Kater vom Boden ab. Noch ein kleiner Ruck und der Korb mit Bruno und seiner Frau waren auch vom Boden weg. Sie sind schon über dem Kastanienbaum, rief jemand. Jetzt sind sie schon über dem Kirchturm, rief jemand anderer. Das alles sah der Bürgermeister von seinem Fenster aus. Er sagte zu sich, es ist nicht gut für die Leute, wenn sie sowas sehen, das verwirrt sie. Er lief zum Telefon und telefonierte mit dem Direktor vom Zirkus. Die Leute auf dem Kirchplatz starrten noch immer in den Himmel, aber sie konnten jetzt nur noch einen verschwommenen Fleck im Blitzblauen erkennen, einer Wolke ähnlich, nur rot natürlich. Da kam der Zirkuswagen auf den Kirchplatz gefahren, aus dem sprangen ein Clown, eine Seiltänzerin, ein Zauberer und ein Paar mit einer langen Stange. Die Seiltänzerin spannte ihr Seil und balancierte über den Köpfen der Leute. Der Clown schlug Purzelbäume. Der Mann stellte die Stange auf seinen Kopf. Und die Frau kletterte bis ans Ende der Stange und machte dort oben einen Kopfstand. Und der Zauberer zauberte aus seinem Zylinder Blumen und Kaninchen und Seidentücher. Der Zauberer zauberte so lange, die Seiltänzerin
balancierte so lange, der Mann hielt seine Frau so lange in der Luft und der Clown schlug so lange Purzelbäume, bis kein einziger Mensch mehr in den Himmel starrte. Dann stiegen sie wieder in den Zirkuswagen und fuhren weg. Die Leute gingen nach Hause und sagten, es war eine gute Zirkusschau. Die beste Nummer war aber die mit der rothaarigen Familie. Und der Bürgermeister rieb sich die Hände und sagte zu sich, das hätte ich wieder einmal hingekriegt. Dann legte er sich auf sein Sofa und hielt seinen Mittagsschlaf. Bis morgen.